Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires in der Definitive Edition. Wir gehen in die nächste Mission von Babylon. Die Stimmen von Babylon ersticken nicht, das haben wir schon gemerkt, und wir können weitermachen in der dritten. Eine Katastrophe ist geschehen. Eine hethitische Armee marschierte die Ufer des Euphrats entlang und plünderte Babylon. Obwohl sich ihre Truppe isoliert von Feinden im Flussland befindet, ist jetzt ihre einzige Chance, Rache an den Räubern zu üben. Eine hethitische Streitmacht ist noch in der Gegend und versucht, noch mehr Kriegsbeute zu sammeln. Eliminieren Sie alle Feinde in der Gegend und brennen Sie das hethitische Lager nieder. Okay, vernichten Sie die hethitische Armee, Braun, erobern Sie die zerstörte Stadt Babylon zurück. Ruinen. Ich gebe mein Bestes. So, ihr dürft erst mein Dorfzentrum bauen. Ja. Unten werden wir angegriffen, sehe ich gerade. Wem gehört das Rot? Rot scheinen meine Freunde zu sein. Oh nein! Na, wenn das so ist, dann müssen wir uns aber beeilen. Also bauen wir auch gleich einen Kornspeicher. Sehr schön. Gut, ihr seid unser Schutz. Ihr passt auf, dass die Braunen und die Gelben nicht versuchen, uns kaputt zu machen. Wir müssen die Ruinen wieder zurückerobern. Das heißt, wir müssen dort runtergehen. Und währenddessen versuchen wir natürlich, uns weiter aufzustufen und mehr Häuser zu bauen. Ja, mehr Häuser sind wichtig. Du baust mal bitte Häuser. Ach so, du gehst mal ganz kurz das Holz wegbringen. Dankeschön. So, macht mal weiter. Er ist jetzt gerade am Bären sammeln. Und sobald wir genügend Fleisch haben und Häuser, werden wir natürlich auch weitere Leute haben können. Aber ein Haus wird dafür nicht reichen, deswegen ist es wichtig, dass wir das zweite Haus auch fertig machen. Und ich hoffe, wir können uns einigermaßen wehren gegen die einfallenden Truppen, die gleich auf uns zustürmen. Wir brauchen Gold, wir brauchen Stein, wir brauchen so viel und wir brauchen vor allem sehr, sehr viele Dorfbewohner. Und die Verteidigung muss auch gleich aufgebaut werden. Übrigens sind wir relativ gut ausgestattet. Wir sind schon in der dritten Zeit und dürfen sogar in die nächste Zeit voranschreiten. Denn die Eisenzeit steht zur Verfügung. 1000 Nahrung und 800 Gold brauchen wir dafür. Gold ist auch gleich hier vorne, perfekt. So, dann brauchen wir unseren Marktplatz. Der kommt hier oben mit hin. Jeder Dorfbewohner, der kommt, wird erstmal für Holz sorgen, denn ohne Holz können wir die ganzen Gebäude gar nicht aufbauen, die wir hierfür brauchen werden. Also beeilt euch. Eine Bogenschießanlage werden wir auch als nächstes bauen. Mit dem Marktplatz. Oh, Babylon wurde besiegt. Rot ist raus. Rot wurde komplett vernichtet. Die hethitischen Plünderer haben tatsächlich einiges kaputt gemacht. So, du wirst gleich mal eine Bogenschießanlage bauen oder aber einen Stall. Ein Stall dürfte nicht verkehrt sein. Beides geht im Moment nicht. Wie sieht's aus mit dem Holz? 150 und 170 mache ich gerne. Du kümmerst dich weiter um Holz. Ja, du müsstest eigentlich weiterbauen, aber ist im Moment nicht drin. Wir haben zu wenig Holz. Eine Kaserne will ich nicht unbedingt haben. Ich weiß nicht, was wir für babylonische Kämpfer haben dürfen. Und ich glaube, es wäre auch besser, irgendwelche Reiter in die Wege zu leiten, als irgendwas anderes. Beeilt euch mit dem Holz. Wir müssen die erste Anlage bauen. Ansonsten werden wir gleich überrannt. Ich kenne mein Glück. Und das ist nicht wirklich gut. So. Die Anlage kommt hier vorne mit hin, dass wir uns von vorne aus verteidigen können. Ich weiß nicht, ob von hinten vielleicht jemand kommt. Das können wir uns gleich mal angucken.
Aber bis dahin brauchen wir noch ein paar Dorfbewohner. Das bessere Holzhacken ist gleich drin und wenn wir dann auch noch das Rad erforschen, dann sind unsere Leute auch noch mal ein Stückchen schneller. Nicht genug Holz. Auch du darfst Holz fällen. Du darfst dich um Nahrung kümmern. Und du wartest, dass du das nächste Gebäude bauen kannst, baust aber schon mal ein neues Häuschen, dass noch mehr Leute bei uns Unterschlupf finden. Du baust die erste Farm. Farmen werden automatisiert. Du kannst erst einmal, ja, ein Regierungsgebäude werden wir später auch brauchen, aber erst einmal einen Stall bauen. Und vorher gucken wir mal, ob wir schon bessere Bogenschützen, ja, können wir schon haben. Mit dem Rad können wir auch unsere Streitwagenfahrer haben. Das heißt, du baust lieber einen Stall, dass wir zumindest die Streitwagenfahrer dann auch nachher losschicken können. Und wir werden einen Hafen bauen. Sehr schön, das Rad ist fertig, unsere Leute sind jetzt noch schneller unterwegs. Und Holz kommt immer schneller rein. Das heißt, du kannst jetzt auch eine Farm gründen. Dann bekommen wir noch schneller Nahrung. Und der Hafen wird gebaut. Zwei weitere Dorfbewohner müssten reichen, um jetzt das ganze Zeug zu farmen, was wir brauchen. Holz wird sehr schnell abgebaut. Holz brauchen wir auch in Massen, insbesondere am Anfang. Unsere Freunde, die Babylonier, haben bereits aufgegeben. Du kannst schon mal anfangen, Gold abzubauen. Du ebenfalls. Du wirst gleich eine Farm gründen. Wir können die Fischerboote verbessern, aber auch die Galeeren. Wir nehmen erst die Fischerboote. Werden dann schon mal zwei in die Wege leiten. Holz müsste ja relativ fix kommen, das haben wir alles soweit erforscht. Wieder zwei weitere Dorfbewohner kommen. Denn wir brauchen noch mehr Nahrung. Nahrung ohne Ende. Die neuen Fischerboote sind unterwegs. Du baust ebenfalls eine Farm an. Fisch wird langsam geholt. Du kannst noch weitere Häuser bauen.
Und wir erforschen jetzt die besseren Bogenschützen. Holz ist fast weg. Wir müssen uns tatsächlich darum kümmern, jetzt noch weiteres Holz irgendwo herzubekommen. Noch sind wir in der dritten Stufe, genauso wie alle anderen auch. An dieser Stelle würde ich gerne speichern, weil ich nicht weiß, was gleich auf uns zukommt. Und dann, was bauen wir jetzt? Das Regierungsgebäude, nicht genug Holz. Gut, dann gehst du ebenfalls Holz fällen. Obwohl, wir könnten erst einmal eine Lagergrube bauen, um das Holz hier oben schneller zu bekommen. Und ich bin auch gespannt, was wir oben noch im Norden finden werden. Vielleicht ist dort oben noch eine Armee, die wir mal ebenso annektieren können. Das wäre schön. Ab jetzt wird Fleisch nur noch gesammelt, um in die nächste Stufe voranzuschreiten, falls wir nicht zwischendurch angegriffen werden sollten. Mit der Lagergrube haben wir die Möglichkeit, auch unsere Kraft zu verstärken, Verteidigung mit reinzubringen, Angriff zu verstärken, etc. pp. Ah, ich hab's mir gedacht. Gut, dass sie unsere Fischerboote einigermaßen in Ruhe gelassen haben. Wir werden gleich die Galeeren haben. Auch wenn einer von uns tot ist, ist nicht schlimm. Eieieiei. Kompositbogenschützen könnten wir haben. 180 Fleisch kosten sie und 100 Holz. Bin erstmal froh, wenn wir mit den Kriegsgaleeren ausgestattet sind. Wir haben noch genügend Leute, die Holz fällen gehen. Oben Holz fällen. So, dann haben wir jetzt wenigstens zwei Kriegsgaleeren, die uns einigermaßen beschützen. Gegen die kleinen Boote, die anrollen, ist das völlig in Ordnung. Und wenn wir erstmal in der nächsten Zeit sind, sollten wir auch die ganz normalen Triremen bekommen. Ein Elefant. Der müsste richtig viel Fleisch geben. Ach, der eine kommt da gar nicht raus. Verdammt. Die haben jetzt schon bessere Boote. Na super. Komm ruhig mal her. Er traut sich nicht. Na also, jetzt haben wir zwei Boote. Das müsste doch gehen. Okay, und dann werden wir hin und wieder eins reparieren. Oh oh. Komm schon, macht es weg, macht es weg, macht es weg. So ist gut. Wenn das gelandet wäre, das wäre eine Katastrophe gewesen. Aber wir haben es geschafft, wir konnten sie abhalten. Jetzt, wenn wir noch ein weiteres Boot haben, dann werden die sich nicht so schnell zu uns begeben können.
Wichtig ist mir, dass wir erstmal in die nächste Zeit kommen. Alles andere ist relativ egal. Mehr Holz kommt und du wirst jetzt auch einmal ganz kurz das Boot reparieren. So ist gut, dann reparierst du das Fischerboot. Okay, und wir haben drei Boote als Schutz. Und unsere Bogenschützen. Du kannst weiter fischen gehen. Holz haben wir mittlerweile genug. Wir brauchen nur noch wenig Gold, wenig Fleisch und nehmen noch zwei weitere Dorfbewohner, die sich darum kümmern. Du kannst schon mal weitere Häuser bauen. So sieht's gut aus. So mag ich das. Wieder einer, der Gold sammelt. Obwohl, Gold brauche ich nicht so dringend. Ich brauche eher Nahrung. Nahrung ist gerade Mangelware. Wir bauen noch zwei weitere Farmen. Nehmen die bessere Farm mit rein. Nein. So ist gut. Hol dir den letzten. Okay. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es gerade so geschafft. Oh. Es wird nicht einfacher. Das ist sicher. Ich warte nur auf die nächste Zeit, dass wir dann nicht nur den Abwehrturm verbessern können, den wir übrigens schon mal verbessern werden, sondern eben auch unsere Verteidigung mit den Schiffen erhöhen. Wo ist derjenige, der hier oben die Häuser gebaut hat? Wir könnten ebenfalls Kavalleristen mit reinbringen. Würde uns aber, glaube ich, nicht viel bringen. Irgendwas habe ich erforscht, ich weiß nicht mehr was. Achso, die Türme. Gut, an dieser Stelle speichern wir, dass wir schon so weit gekommen sind. Das ist ein großer Erfolg, kann man so sagen. Wir haben nur noch einen Bogenschützen, der uns schützen kann und die Leute fernhält. Du musst unbedingt repariert werden. Ich hole lieber noch ein weiteres Boot. Ein weiterer Dorfbewohner, bitte. Gold haben wir genug. Aktuell liegt es nur am Fleisch, dass wir nicht in die nächste Zeit voranschreiten können. Aber auch das ist gleich geklärt. Das nächste Boot kommt. Und wir schreiten in die nächste Zeit voran. Endlich. Oder auch nicht. Ich habe noch keine drei Gebäude der Bronzezeit. Verdammt.
So, du kommst erstmal mit, wirst hier vorne den Schutz darstellen. Und du baust jetzt Gebäude der Bronzezeit. Das Regierungsgebäude muss auf jeden Fall mit rein. Wir haben jetzt 4 Schiffe, die die Transportschiffe aufhalten. Aktuell sind alle noch in der dritten Stufe, in der dritten Zeit, in der Bronzezeit. Das bringt weder denen was noch uns. Dann werden wir den Tempel bauen. Kommt hier unten mit hin. Aber immerhin, so sammeln wir wenigstens schon mal ein bisschen Nahrung. Das ist auch nicht schlecht. Können sogar nebenbei noch die ein oder andere Forschung mit abschließen. Wir haben sonst gar keine weiteren Gebäude aus der Zeit, oder? Marktplatz gehört nicht mit dazu. Den gab es schon in der zweiten Stufe, in der Jungsteinzeit. Nu, werd fertig. Dankeschön. 15% Lebenspunkte für die Einheiten ist super, nehme ich auf jeden Fall. Dann nehmen wir mehr Angriff für Nahkampfeinheiten. Jo. Und tschüss. Gott sei Dank. Gut abgewendet. Das habt ihr schön gemacht. Tempel muss erst fertig gebaut werden. Die hilft schnell einer. Der kann später wieder weiter Gold sammeln. Dankeschön. Jetzt kommt die nächste Zeit. Oh, Gott sei Dank. Gut. Dann können wir schon mal sicher sein, dass wir gleich eine gute Verteidigung bekommen. Wir werden wahrscheinlich auch bessere Schiffe kriegen. Da freue ich mich schon drauf. Und nebenbei können wir noch die ein oder andere Forschung stattfinden lassen, wie Schuppenpanzer für Infanterie, für Kavallerie und für die Bogenschützen. Dann bekommt der eine, der noch keinen Schutzpanzer hat, dann auch einen. Da freut er sich aber. Holz haben wir mittlerweile genug. Das heißt, wir werden nachher unsere Schiffe erstmal nicht nur aufstufen, sondern eben auch unsere Flotte vergrößern. Wenn wir erstmal in der nächsten Zeit sind, dann wird es aufwärts gehen. An dieser Stelle speichere ich, das ist ein großer Erfolg. LP04. Gut, und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann geht's weiter mit dieser Mission. Bis gleich.